Hallo zusammen, iZocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr wieder einen Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Letzte Befehle auf Seiten der Horde, anzunehmen bei Schuppenkommandantin Glutal auf der verbotenen Insel in dieser Position. Vorquest war Konsequenzen des Mutes. Nehmen die Quest hier mal an. Es ist ein leichter Unterschied zur Allianz-Version, aber da es ein Unterschied ist, habe ich mich entschlossen, beide Versionen für diese Quest aufzunehmen. So. Nun darf man hier nach oben laufen als erstes. Zu Nozdormu. Und falls ihr euch wundert, warum ich laufe und ich hier nicht aufmounte. Ganz einfach, es geht nicht. Und hier, die Buff kann nicht segeln. Segeln funktioniert auch nicht. Im Video tue ich unterbrechen. Könnt ihr euch gerne auf den Live-Server anschauen? Ja, ich nehme die Quest auf vom Beta-Server auf. Nun darf man zwei NPCs besuchen. Ich besuche als erstes den Rechten, weil, soweit ich weiß, man auf der Horde-Seite die Quest eher auf der Linken abgeben darf. Irgendwo hier vorne kann man auf der Allianz-Seite die Quest abgeben. Und die Horde-Seite kann man in der Nähe von Abyssian abgeben. Nun spreche ich hier mit diesem NPC. Jetzt. Hier ist der Abgabe-NPC, aber der wechselt gleich die Position. Oh. Jetzt, Quest ist abzugeben bei Schuppenkommandantin Glutresch auf der verbotenen Insel, an dieser Position, wie gesagt, auf der Seite. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.